Anders als das der Guacayo-Rasse. Deren Fell hat kürzere Fasern. Es hat viel mehr Wolle, oder? Ja, viel mehr. Der Preis der Suri-Wolle ist auch etwas höher als bei anderen Wollarten. Lassen wir es laufen. Flavio hat etwa 300 Tiere. Der Bauer arbeitet seit Kindesbeinen mit Alpakas. Das ist eine ausgezeichnete Wolle. Sehen Sie, fühlen Sie. Sie ist feiner und deshalb in einer höheren Preisklasse. Die Knäuel, die sind minderwertig. Ich arbeite schon viele Jahre an der Verfeinerung der Wolle. Das kostet mich viel Geld, denn ich muss die Zuchttiere aus Puno kommen lassen. Da kommt einiges zusammen. Alpakas werden einmal im Jahr geschoren. In etwa so, wie es schon vor 3000 Jahren geschah. 3,5 Kilo Wolle pro Tier. Dafür zahlt ihm der Abnehmer 10 US-Dollar. Alpaka erlebt einen Boom in der Modeindustrie Perus. Schals, Stolen, Halstücher, auch Pullover oder Decken. Alpaka-Mode ist schick und qualitativ hochwertig. Die Wolle besitzt besondere thermische Eigenschaften. Bei Kälte wird die Körperwärme gespeichert. An heißen Sommertagen stößt die Faser die Wärme ab. Kleidungsstücke also für jede Jahreszeit. Wir glauben, dass die Alpaka-Wolle in Europa mit der Zeit immer bekannter wird. Und gerade wegen ihrer thermischen Eigenschaften fragen die Kunden immer öfter nach unseren Produkten. Wir versuchen mit unserer Firma beste Qualität anzubieten und dabei die Farbtendenzen der Mode in Europa aufzugreifen. Die Stadt Arequipa ist das Herz der weltweiten Alpaka-Industrie. Die UNESCO hat die 700.000 Einwohnerstadt zum Weltkulturerbe ernannt. Sie wird auch als die weiße Stadt bezeichnet oder, nicht zu Unrecht, als das Rom Südamerikas. Die Firma Inka Tops in Arequipa ist einer der größten Hersteller von Garnen und Wolle. Exportiert wird aus dem Süden Perus vor allem nach Europa, nach Italien, Frankreich und Deutschland, in die USA und nach Asien. Auch Juliana kauft bei Inka Tops für ihre Firma ein. Nahezu unendlich ist die Farbpalette. Peru hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner exklusiven Wolle den Weltmarkt zu erobern und der bekannteren Kaschmirwolle den Rang abzulaufen. Ein Feld in der Nähe der alten Inka-Stadt Cusco. Die Bauern von Queromaca bereiten die Aussaat von Mais vor. Und da Mais ein besonderes Gewächs ist, ist heute auch ein ganz besonderer Tag. Obwohl der Boden vor ein paar Tagen gewässert wurde, ist das Pflügen natürlich eine anstrengende Arbeit, was die Bauern hier auch viel besser können als ich. Das Säen an sich dürfen hier nur die Frauen. Sie müssen, wie es heißt, an diesem Tag rein sein und müssen eine gute Hand haben für den Mais. Also sehr erfahren müssen sie sein. Das Ritual ist viele Jahrhunderte alt. Im Namen des heiligen Isidro segne ich das Land, auf das es nichts Schlechtes gebe. Bäuerin Leonisa und Ehemann Indalecio haben die Nachbarn und uns zum Saatfest eingeladen. Da der Mensch